Jawohl, Volltreffer. Eine linke Gerade. Herrgott nochmal, da muss eine Wertung kommen. Dieser Simeon, der boxt fantastisch. Ja, und da ist Seitorf in Schwierigkeiten. Und keinerlei Wertung mehr. Also mit 2:1 führt der Simeon im blauen Trikot. Der drückt und drängt, der Seitop will am Mann kleben, will den Infighter sticken. Ja, wieder eine lange Linke drin von Simeon. Oh, der Busche fightet, gut so. Es gibt jetzt zwei Wertungen, zwei Punkte für Simeon. Er führt jetzt 3:1. Noch einmal ein Abfanger. Nein, da ist nichts mehr drin bei Seitop. Also, nach zwei Runden 4:1 Punktführung für Simeon. Ja, der ist bei dem gegenwärtigen Kampf verloren. Ja, wenn man sich diese Boxer hier im Halbfinale anschaut. Und wenn man daran denkt, dass der Andreas Otto da raus war, gleich in der ersten Runde, dann kann man die Welt nicht verstehen. Denn der kommt ja angeflogen, der Russe Seitov. Der kommt ja mit Werf an, gut zum Abfangen, gut zum Kontern. Also, dritte Runde. Seitov im roten Dress, der Russe gegen Simeon aus Rumänien im blauen Dress. Eine Ermahnung an die, ja, die sind schon weggegangen. Die beiden rumänischen Betreuer sind weg in die erste Publikumsreihe. Also muss er jetzt alleine weitermachen, der Simeon. Aber der braucht keinen, der schafft das auch so. Marin Simeon. Er führt mit 1:0 in dieser dritten Runde und im Gesamtergebnis 5:1. Ja, beide haben in etwa den gleichen Stil. Beide sind keine hundertprozentigen Offensivboxer, Angreifer, sondern ihnen liegt es mehr abzufangen, zu kontern. Der andere soll kommen. Also immer noch 6:2. Da kann nichts mehr geschehen. Thank you.
Ja, ja, und dieser Simeon ist besser geworden in dem einen Jahr seit den Weltmeisterschaften in Berlin. Da hatte er noch mit 4-5 verloren. Jetzt hat er die Revanche gewonnen mit 6-2. Eine überzeugende Vorstellung. Und er hier, Oleg Saitov, ist schwächer geworden. Schwergewichtler gegen Wojciech Bachnik aus Polen. Naja. So, klare Sache. Also, ein guter Mann, ein neuer Mann. Und er hat verdient. Verdient mit 6-2 gewonnen.